Hallo, herzlich willkommen bei mir in der Küche. Heute zeige ich euch, wie ich eine Brottorte hergestellt und dekoriert habe. Diese Torte ist eine nette Abwechslung für das Abendessen und eignet sich prima als Geburtstagskuchen für alle, die es lieber herzhaft mögen. Für die Torte habe ich Vollkornbrot gebacken. Und als allererstes habe ich die Creme zubereitet. Frischkäse und Creme Fraiche schlage ich kurz auf. Dann brate ich Speck und rote Zwiebel an und lasse die beiden erkalten. Die erste Brotscheibe bestreiche ich mit der Creme und verteile Speck und Zwiebel darauf. Dann gebe ich noch ein bisschen Creme drauf. Als nächstes folgt wieder eine Scheibe Brot, die wiederum mit Creme bestrichen wird. Darauf verteile ich Avocado-Stückchen, die ich dann ein bisschen salze. Obendrauf kommt eine dünne Schicht aus Creme. Die nächste Brotscheibe bestreiche ich ebenso mit der Creme und verteile Salami drauf. Sowie nochmal die Creme. Die nächste Brotscheibe bestreiche ich auch mit der Creme und verteile rote und gelbe Paprika. Sowie Dosenmais. Dann salze ich ein wenig, bestreiche nochmal mit der Creme und lege die letzte Brotscheibe drauf. Die Torte stelle ich für circa eine Stunde in den Kühlschrank. Die komplette Torte bestreiche ich mit der restlichen Creme. Aus Salami forme ich Blumen und verziere die auf die Torte. Das Verzieren der Brottorte macht mir am meisten Spaß, denn dabei kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen. Bei den Blumen habe ich verschiedene Sorten von Salami verwendet. Zum Beispiel mit Käserand oder mit Pfefferrand. Jetzt kommt noch der Käse drauf.
Mit Petersilie und Dill gebe ich ein bisschen Farbe dazu. Den unteren und oberen Rand der Torte dekoriere ich mit grünen Oliven. Zum Schluss kommt noch die Schrift dazu. Die Torte ist fertig. Guten Appetit!